Der hat gar keine Hupe. Frechheit. Jawohl, den hol ich noch. Hilfe! Ist da irgendjemand? Oh, du bist nicht er, Gott sei Dank. Schnell, lass mich raus, bevor er kommt. Ungewöhnlich für ein Geschenk. Wie bitte? Du sollst mein Geschenk sein. Eine Überraschung von einem gewissen Sergei. Was erzählst du denn da? Du weißt schon, wie so ein Riesenkuchen. Nur sehe ich keinen, nur eine Menge Blut. Wer bist du? Alex Pushkin, Senior Assistant für Qualitätssicherung bei Biotechnica. Wieso legt sich ein Konzern-QA-Typ mit den Tiger Claws an? Du arbeitest für die Tiger Claws? Hab denen gesagt, ich lehne ihr Angebot ab. Ist kompliziert. Komm raus, ich meine Meinung ändere. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber danke, du wirst es nicht bereuen. Ja, ja. Du hast den Job von Wakako, oder? Ich bezahle sie. Sie verliert keinen Eddie und du auch nicht. Gut. Jetzt Abflug. Ach so. Ich hätte nicht gedacht, dass ausgerechnet du dich von dem Konzerne im Kofferraum kaufen lässt. Du bist voller Überraschungen. Aber wer am meisten zahlt, bekommt, was er will. Damit meine ich nicht Sergei. Nein, er wurde leider von jemandem überboten. Was jetzt wohl aus ihm werden soll? Geht mich doch nichts an. Quid pro quo. Quid pro quo. Auftrag erledigt. Soll mir recht sein. Oh, guck mal. Direkt ums Eck. Bin ich auch hinlaufen. Au, vom eigenen Wagen angefahren werden. Undankbar. Ich hab nichts gesehen. Oh, Scheiße. Naja. Voll hier ist die Autos. Nix. Hier noch. Ja, nix. Nix
was? Na, die Beute. Von der Meute die Beute. Von der Meute die Beute. Nee, egal. So, einsteigen. Dachte. Entschuldigung. 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 Ist schon ein bisschen anderes Modell, oder? Oh nein, nicht schon wieder, ja. Aus. Zu viel Chaos in deinem Leben, überwältigt von Unmut. Du schon wieder. Hat dir unsere erste Meditation gefallen? Wohin bist du verschwunden? Jemand anderes brauchte mich. Hab mich wie neugeboren gefühlt. Eine Wirkung muss tiefe Reflexion regelmäßig wiederholt werden. Ein einziger Tropfen stillt keinen Durst. Möchtest du es wieder versuchen? Was würde mich das kosten? Das ist deine Entscheidung. Im geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Gut. Ich passe während der Meditation auf dich auf. So, einmal zurücklehnen und entspannen. Das ist eine Meditation des Elements Wasser. Wir sind im Wald. Hör uns Trost, ein Wasserfall. Geist des Wassers, sei gegrüßt. Du bist zu 80% Teil unseres Fleisches und Blutes. Oh, wie geheimnisvoll du bist, Geist des Wassers. Eben noch warst du flüssig. Und jetzt schon Eis oder Schnee, Dampf und Nebel. In einem Augenblick heilst du, im nächsten ertränkst du. Wasche Schmerz, Krankheit, Unreinheit und negative Energie anderer Menschen und Dimensionen von meinem Körper und meiner Seele. Verleih mir Jugend, Weisheit, Wissen, Gesundheit, Stärke, Freude und bleibenden Energie. Wir nehmen den Geist des Wassers in uns auf. Gemeinsam werden wir eins. Wir sind Wasser. Wir sind diejenigen, die über die Klippe strömen. Wir danken dir, Geist des Wassers, mit Geist, Körper und Seele. Ohne dich gäbe es kein Leben. Wir huldigen der Schönheit verborgen in dir und den anderen Elementen. Bin ich jetzt entspannt. War ja klar. Weg. Wie beim letzten Mal. Oh nein. Scheiße, nicht gut. Der Schädelwurm kommt wieder.
Nein, das ist ganz schön tief. Oh. Nein. Autsch. Oh. Nee, ich muss dann sowieso hier runter. Schade, ich kann das One-Shot-mäßig durchrennen, aber die haben doch ein, zwei Schläge mehr vertragen. Schade. Naja. So. Verschaffe dir zu Chang Nung Nam Nams Versteck. Alter. Chang Nung Nam Bam. Chang Nung Nams Versteck. Ach, das ist das mit dem Fixer wahrscheinlich, ne? Oder so. Ich weiß nicht, was er meint. An alle NCPD-Subunternehmer. Es besteht Verdacht auf organisiertes Verbrechen am Rand der Willow Street. Gesucht wird Shinobu Imai, der mehrfach wegen Menschenhandel und Zwangsarbeit verurteilt wurde. Ja. Die Stadt bietet eine Belohnung für das Ausschalten von Imais kriminellem Netzwerk in der Gegend. Hm, okay. Kamera ausschalten. Das ist noch eine Kamera. Kriege ich die von hier? Tatsächlich. Gut. Think your deepest desires are beyond reach? Think of shit. Oops. Komm, als ob der es nicht gehört hat. Nein, nicht umdrehen. Aus, Kamera aus, 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 aus. Granaten. Schön.
irgendwo runter. Ich sehe da nur eine Person. Wenn ich wüsste, dass es nur eine Person ist, ne? Ich würde die so wegsnipern. Ah, siehst du, da ist noch jemand. Wenn ich jetzt die Sniper hätte mit Schalldämpfer, Alter, boah. Bum. Weg. Bum. Weg. Bum. Weg. Keine Rote, was mitkriegen. Ja, das wär's. Boah, schon wieder so eine Kackkamera. Oh, da ist noch jemand. Sag mal. Hocken alle auf einem Fleckchen, oder? Ist aber nicht so praktisch. Wenn die mich sehen, ich da jetzt. Los. Bäh. Was denn? Das ist klump. Schlecht. Wieder nicht scannen, ey. Jetzt. Nein, ist das ein Typ? So, hätten wir die beiden. Komm. So, haben wir noch jemand? Da waren aber wenig Leute hier. Nichts gesagt. Doppeltap-Ausweichkack. Wo bist du hin? Bei die Sau! Hä? Mit. Wo versteckst du dich? In deinem Arsch. Wenn du alleine rauskommst, tun wir dir nicht weh. Versprochen! Ich rieche eine Ratte.
da waren sie tot. Aufräumen, aufräumen, Trupp kommt später. Nö. Okay, komm doch. Wahr sein, sich jedes Mal vergessen nachzuladen. Hä, wo kommen die denn jetzt her? Ich kann wieder nicht rennen. Wieder nicht rennen, warum nicht? Wo kamen die denn jetzt her? Ich dachte, das waren die letzten hier. Naja. So kann man sich täuschen, wa? Doch noch was. Entschuldigung. Ja, da was. Hier noch was. Was? Ein hässliches Pad, geh weg. Na, nimm doch das Ding da. Oh. Ja, schön. Vorteilhaft. Okay. So. Komm, das machen wir noch zum Schluss und ich glaube, dann mache ich eine Aufnahmepause, weil... Mach doch. Backmann, ich hab Kinder. Nee. Spacken. Meine Fresse. Jetzt habe ich die Nachricht nicht gelesen. Elender Wichser. Kann jetzt mal die zwei Sterne da weggehen, meine Fresse, Alter. Das ist super ätzend. Spektakulären Tag, ja. Gleichfalls, ne? Oh.
hinten anzugreifen. Frechheit. So. Gut, Steine sind wir auch los. Alles wunderbar. Das heißt, ich mache hier mal eine Aufnahmepause. Ich bin auch schon wieder. Ich weiß gar nicht, wie lang. Ja, ich bin auch total müde jetzt irgendwie. Auf jeden Fall danke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Cyberpunk. Und dann würde ich sagen, bin ich raus! Tschüss!